Hallo, guten Tag, dobro dan, dobrodošli u novu lekciju za nemački jezik. Danas smo na nivou, srednjem nivou, da kažemo A2, B1 i izvukla sam neke delove iz svakodnevnog govora, iscrpci svakodnevnog života, tako ću da nazovem ovu video lekciju i onda ćemo dakle, pričati na različite teme, reagovati na različite situacije. Krećemo odmah. Wo fangen wir an? Gde da počnemo, odnosno dakle da počnemo? Wo fangen wir an? Glagol an, fangen, početi. Wo fangen wir an? Ich bin zuständig. Ich bin zuständig. U značenju, u prevodu, ja sam odgovoran za to, meni se možete obratiti. Sie können sich an mich wenden. Das klingt ja schrecklich. Das klingt ja schrecklich. To zvuči užasno. Das klingt ja schrecklich. Das klingt ja klasse, broj 4, znači nešto suprotno. Das klingt ja klasse, to zvuči odlično. Klasse, das ist klasse, das ist super, toll, ausgezeichnet. Das klingt klasse, to zvuči odlično. Znači u pitanju je glagol klingen, zvučati, nije klingeln, zvoniti, das Handy klingelt, telefon zvoni, nego je klingen, klingen zvučati. Das klingt gut, das klingt schlecht, das klingt schrecklich, das klingt ja klasse, klasse. Was für eine Frechheit, was für eine Frechheit. Znači ovo was für, pa kad vidite uzvičnik na kraju, znači neko čuđenje. Sa možda bude pozitivno ili negativno, uzvična rečenica, znači mogu reći kao ovde u negativnom značenju kakav bezobrazluk. Was für eine Frechheit, kakav bezobrazluk, was für eine Frechheit, a možemo koristiti, kažem, i u nekom pozitivnom smislu, pa reći was für ein schönes Mädchen, kako lepa devojka. Was für ein schönes Mädchen, was für eine Frechheit. Frechheit, bezobrazluk, znači frech je nevaljao, bezobrazan, i onda imenica Frechheit. A was für može imati drugo značenje kada je upitna rečenica, zum Beispiel was für ein Restaurant ist das, ist das. Znači, kad je pitanje, onda was für prevodimo sa kakav. Kakav je to restoran? Was für ein Restaurant ist das? Was für ein Auto fährst du? Kakav auto voziš? Was für Musik hörst du, magst du? Kakvu muziku slušaš ili voliš? Znači, was für pitanje, onda znači kakav, koju vrstu. A was für pa uzvičnik, znači kakav. Neko čuđenje, was für schöne sveta, kako lepo vreme, was für schönes Mädchen, kako lepa devojka, ili was für eine Frechheit, kakav bezobrazluk. Das ist ein Albtraum, das ist ein Albtraum, to je, šta, znači traum je san, traum je san, a Albtraum je noćna mora, noćna mora. Dakle, kakva noćna mora? Das ist ein Albtraum, to je jedna noćna mora. Was für ein Albtraum, kakva noćna mora? Mogli smo i koristiti sa onim was für. Das ist schon das dritte Mal diese Woche. Das ist schon das dritte Mal diese Woche. Zvuči da neko izgovori onako neko ko je malo iznerviran i kaže to je već treći put ove nedelje. Das ist schon das dritte Mal diese Woche, dass er das macht, da on to radi. Zvuči mi kao da je neko ljut na komšiju. Also, das ist schon das dritte Mal diese Woche, das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal. Jetzt rufe ich die Polizei. Sad ću da zovem policiju. Znači, das Mal u kao puta, koliko puta. Znači, wie viel mal? Einmal, zweimal, dreimal.
jednom, dva put, tri put, ili das, pošto je das mal, srednjeg roda das, erste mal, das zweite mal, das dritte mal, treći put. Das ist schon das dritte mal diese Woche. Für wen hält sie sich eigentlich? I ovo je jednako malo u ljutnji se izgovori. Für wen hält sie sich? Oder für wen hält er sich eigentlich? Halten je glagol u pitanju koji, znači, ima više značenja. Ovde, halten je kao držati ili zaustaviti se i može se i kod nas prevesti možda slično kao nešto držati. Za koga on mene drži? U smislu, za koga on mene smatra? Ovde idemo za koga ona sebe smatra, za koga ona sebe drži, šta ona misli, ko je ona. Znači, für wen hält sie sich zapravo, eigentlich. Znači, für wen, za koga hält sie sich, drži ona sebe, eigentlich, zapravo, znači šta ona misli, šta je ona. Sie ist keine Chefin, nije ona šefica. Für wen hält sie sich, eigentlich. Znači, halten für. Es ist echt zu... Ovo nam nešto nije dobro. Dobro. Aha, es ist echt zu viel. Entschuldigung. Es ist echt zu viel. Es ist echt zu viel. To je jednostavno previše. Es ist echt zu viel. Das reicht. Das reicht. Reicht, u smislu, ne znam da je mi apostrof. Dobro, reicht es. Das reicht. Ich habe satt. Es ist echt zu viel. Das reicht. Ich habe satt. Znači, sicam toga, dovoljno je, stvarno je previše. Ich ruf die Polizei. Für wen hält sie sich eigentlich? Das ist das dritte Mal diese Woche. Es ist echt zu viel. Das reicht. Ich rufe die Polizei. Ich habe es satt. Znači, satt je sit. Sit sam toga. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Šta treba da kažem? Was soll ich sagen? Ich hab nichts zu sagen. Ich hab nichts zu sagen. Nijem šta da kažem. Was soll ich sagen? Ili hinzufügen, da dodam. Ich habe nichts hinzufügen, ich habe nichts zu sagen. Ich bin total erschöpft. Ich bin total erschöpft. Znači, ovaj schöpfen glagol znači crpeti. Zum Beispiel Kraft schöpfen, crpeti snagu od nekuda. I zato je erschöpft, iscrpljen. Nema više odakle da crpi snagu. Sehr, sehr müde. Ich bin total erschöpft. Ich bin total K.O. Auch. K.O. Ich bin total K.O. Ich bin fix und fertig. Ich bin hundemüde. Ich bin erschöpft. Geld ist nicht alles. Geld ist nicht alles. A ona druga koju često spominjamo rečenica je Geld öffnet alle Türen, ali otvara sva vrata, nažalost. Geld ist nicht alles, aber es ist sehr, sehr nützlich, es ist notwendig, neophodan je Geld. Es ist nützlich, es ist notwendig, es ist nicht alles, aber er kann alle Türen öffnen, also es ist notwendig, neophodan. Auf den ersten Blick mag ich es. Auf den ersten Blick mag ich es. Na prvi pogled. Auf den ersten Blick. Ili das war Liebe. Auf den ersten Blick. Ljubav na prvi pogled. Liebe auf den ersten Blick. Ein halbes Jahr war ich dort. Ein halbes Jahr war ich dort. Ein halbes Jahr. Pola godine bio sam ja tamo. Wie lange warst du dort? Wie lange hast du dort gelebt? Oder wie lange hast du dort gearbeitet? Koliko si dugo tamo radio, živeo? Ein halbes Jahr. Znači, pazite na ovo. S
es, odnosno das Jahr, ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Kako bi rekli čitavu godinu. Ein ganzes Jahr war ich dort. Ein ganzes Jahr. Ein halbes Jahr. Im nächsten Jahr mache ich das. Im nächsten Jahr mache ich das. Znači, bukvalno in dem nächsten Jahr. U sljedećoj godini. Im nächsten Jahr mache ich das. U sljedećoj godini ću to uraditi. Ich bin's. Ich bin's. Ja sam. Wer ist das? Wer ist? Ich bin's. Was denkst du? Was denkst du oder was denkst du darüber? Šta misliš o tome? Was denkst du darüber? Wir müssen los. Wir müssen los. Moramo da krenemo. Wir müssen los. Wir müssen uns beeilen. Wir sind schon spät. Već kasnimo. Wir sind schon spät. Wir müssen uns beeilen. Moramo požuriti. Wir müssen los. Moramo da idemo. Los gehen. Auf keinen Fall mache ich das. Auf keinen Fall mache ich das. Ni u kom slučaju to neću raditi. Der Fall, slučaj. Auf keinen Fall. Ni u kom slučaju. Auf keinen Fall gehe ich dorthin. Auf keinen Fall mache ich die Prüfung. Auf keinen Fall mache ich das. Rate mal, rate mal. Raten kao raten znači savjetovati, ali i znači pogoditi. Kao na engleskom guess kad kažu. Rate mal, wer ist heute vorbeigekommen? Pogodi ko je danas vratio. Rate mal, wer ist heute morgen vorbeigekommen? Kommen, vorbeikommen, svratiti. Rate mal, wer ist heute, izvinjam se, wer, glagol na kraju, zavisna rečenica. Rate mal, wer heute morgen vorbeigekommen ist. Znači, čim imamo zarez, pa upitnu reč, onda je to indirektno, nije direktno pitanje, i glagol je na kraju. Rate mal, wer heute morgen vorbeigekommen ist. Znači, rate mal, pogodi, rate mal. Ich wette, kladim se. Wetten, kladiti se. Ich wette, kladim se. Ich wette, dass Anna heute morgen vorbeigekommen ist. Kladim se da je Anna jutros svratila. Ich wette, dass Anna heute morgen vorbeigekommen ist. Ich war sauer auf ihn. Auf wen warst du sauer? Na koga si bio ljut? Auf wen warst du sauer? Ich war sauer auf ihn, na njega. Auf ihn, na njega. Sie hat dich gefeuert. Ona te otpustila. Feuern. Sie hat dich gefeuert oder du wurdest. Znači možemo i pasiv da iskoristimo i da kažemo ti si otpušten. Du wurdest prošle vreme, da du wirst. Du wirst. Oda du bist, ako ćemo ovi drugi. Du bist gefeuert, du wirst gefeuert, du wurdest gefeuert, sie hat dich gefeuert. An deiner Stelle würde ich das nicht machen. An deiner Stelle würde ich das nicht machen. Das sam na tvom mestu. Znači u tom slučaju koristimo konjunktiv 2, pošto je to nešto što je nemoguće. Ich kann nicht an deiner Stelle sein. Ne mogu da budem na tvom mestu, da budem ti. Aber an deiner Stelle, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich das nicht machen. Ja to ne bi uradio. Ich würde das nicht an deiner Stelle machen. In der Vergangenheit war er freundlicher.
In der Vergangenheit. U prošlosti je bio ljubazniji. In der Vergangenheit war freundlicher. Ljubazniji. Jetzt ist nicht so freundlich. Und in der Vergangenheit war freundlicher. Worum geht es in der Geschichte? Worum geht es? O čemu se radi? In der Geschichte, u priči. Worum geht es in dieser Geschichte? Es geht radi se o. Worum geht es? O čemu se radi? Vor zwei Jahren war ich dort. Vor zwei Jahren war ich dort. Pre dve godine sam bio tamo. Vor zwei Jahren. Pre dve godine. Vor zwei Jahren. A kad kažemo seit zwei Jahren, od pre dve godine, bin ich hier zum Beispiel. Znači u tom slučaju koristimo present i kažemo od pre dve godine sam ovde. A vor zwei Jahren, pre dve godine, sam bio tamo. Znači vor zwei Jahren und seit zwei Jahren. Ovo je u prošlosti, ovo i dalje traje. Počelo u prošlosti i dalje traje. Gott sei Dank ist sie nicht gekommen. Gott sei Dank ist sie nicht gekommen. Gott sei Dank, hvala Bogu, pa ona nije došla. Gott sei Dank ist sie nicht gekommen. Ich mag sie nicht. Ne volim je. Ich mag sie nicht. Und Gott sei Dank ist sie nicht gekommen. Sie geht mich auf die Nerven. Ide mi na nerve. In einer halben Stunde kommt In einer halben Stunde kommt Znači, obratite pažnju na ovo in koje prevodimo za. Dolazi za pola sata. Znači, ne kažemo für eine halbe Stunde, nego in einer halben Stunde. Za pola sata. In einer halben Stunde kommt dolazi on. In einer halben Stunde kommt In der Praxis ist es nicht so. In der Praxis ist es nicht so. U praksi. Nije tako. In der Praxis ist es nicht so. Leider ist es nicht so. In der Praxis. Seit langem habe ich ihn nicht gesehen. Znači, malo pre smo spomenuli seit. Od pre. Seit langem. Od pre dugo vremena. Seit langem habe ich ihn nicht gesehen. Ga nisam video. Nisam ga video dugo vremena. Mit dem Auto fahre ich nur am Wochenende. Mit dem Auto fahre ich nur am Wochenende. Autom i se vozim samo vikendom. Unter der Woche, mislim da sam to dole nade izvojila, ali evo i ovde, znači unter der Woche, tokom nedelje, fahre ich mit dem Zug. Mit dem Auto fahre ich nur am Wochenende. Unter der Woche fahre ich mit dem Zug. Es ist günstiger und schneller, povoljnije i brže mit dem Zug zu fahren. Am Wochenende, weekendom, unter der Woche, preko nedelja. Es ist viel besser im Vergleich zu gestern. Wie fühlst du dich, kako se osjećaš? Viel besser im Vergleich, u poređenju sa juče, im Vergleich zu gestern fühle ich mich viel besser. Im Vergleich zu gestern. U poređenju sa juče. Im Vergleich zu gestern fühle ich mich viel besser. Vergleichen je uporediti. A im Vergleich zu u poređenju sa. Mit der Zeit wirst du es verstehen. Mit der Zeit wirst du es verstehen. S vremenom ćeš ti to razumeti. Smijem se zato što to kad ste mali pa vam roditelji kažu, onda vas to najviše iznervira. Ali kad porasteš, razumet ćeš, s vremenom ćeš razumjeti, ali stvarno se neke stvari s vremenom bolje razumeju. Mit der Zeit wirst du es verstehen. Mit der Zeit versteht man besser. Wer ist an der Reihe? An der Reihe na redu. Wer ist an der Reihe? Ko je na redu? Ili wer ist dran? Auch. Wer ist dran? Ko je na redu? Wer ist an der Reihe? Ko je na redu? Die Reihe red.
Auf diese Weise lernt man schneller. Auf diese Weise lernt man schneller. Na ovaj način se brže uči. Auf diese Weise lernt man schneller. Auf diese Weise, na ovaj način. In diesem Bereich hat er viel Erfahrung. In diesem Bereich, u ovom area, u ovom području, ili in diesem Beruf, hat er viel Erfahrung, u ovom zanimanju, hat er viel Erfahrung, ima on mnogo iskustva. In diesem Bereich oder in diesem Beruf hat er viel Erfahrung. In jedem Fall kommt morgen. Komm morgen će biti, znači u svakom slučaju dođe sutra, imperativ, komm morgen, in jedem fall, u svakom slučaju, komm morgen, dođe sutra, in jedem fall, komm morgen. Dobro, ich bin K.O., malo prvo smo spomenuli, ich bin erschöpft, ich bin sehr, sehr müde, ich bin K.O., K.O. Sie macht mich wahnsinnig, sie macht mich wahnsinnig, dakle, nervira me, strašno. Idem na nerve. Sie macht mich wahnsinnig. Wahnsinnig. Ich kann sie nicht leiden. Ne mogu da je podnesem. Wie wäre es mit Freitag? Jeste neki dogovor za neki sastanak. Pa ovaj kaže, wie wäre es mit Freitag? A kako bi bilo da se nađemo u petak, da li bi vam odgovaralo? Wie wäre es? Wie wäre es? Znači, kako bi bilo u petak. Wie wäre es mit Freitag? Freitag passt mir perfekt. Das passt mir, odgovara mi. Stell dir vor. Stell dir vor. Zamisli. Stell dir vor, zamisli. Dakle, glagol vorstellen znamo da znači predstaviti se. I ja se predstavljam ich stelle mich vor. Ich stelle mich vor. Ali ich stelle mir vor jeste zamišljam nešto, odnosno ti zamišljaš, du stellst dir vor, zamisli, zamisli šta mi se desilo, stell dir vor, was mir passiert ist. Stell dir vor, was mir passiert ist. Stell dir vor, was mir passiert ist. Das gefällt mir, to mi se dopada. Das gefällt mir. Wirklich nicht. Das gefällt mir wirklich nicht. Meni se to uopšte ne dopada. Gar nicht. Stvarno ne. Ili gar nicht uopšte. In letzter Zeit hat er viel zu tun. In letzter Zeit hat er viel zu tun. U poslednje vreme on ima mnogo obaveza. In letzter Zeit ist er sehr beschäftigt. Znači, pitamo što me nije zvao, warum hat er mich nicht angerufen? In letzter Zeit ist er sehr beschäftigt. In letzter Zeit hat er viel zu tun. In der Wohnung ist es sehr heiß. Und hier, in der Wohnung ist es sehr heiß. Ich brauche die Klimaanlage jetzt. Das erste Mal war es schrecklich. Prvi put. Imali smo das war das dritte Mal, treći put. Das erste Mal war es schrecklich, aber jetzt ist es okay. Ali sada okay. Sada je u redu. Das tut er nie in der Öffentlichkeit. Das tut er nie in der Öffentlichkeit. To nikada ne radi u javnosti. In der Öffentlichkeit, in public, u javnosti. Das tut er nie in der Öffentlichkeit. Auf den Tisch stelle ich immer die Vase mit Blumen. Wohin? Gde stavljaš? Akkusativ. Auf den Tisch. Auf den Tisch stelle ich immer die Vase mit Blumen. Ich mag die Blumen. Und ich stelle immer eine Vase mit Blumen auf den Tisch. Wie war der Flug? Wie war der Flug? Kako je bio let? Angenehm, unangenehm, kurz, lang. Wie war er? Wie war der Flug? Sie haben mein Gepäck verloren. Der Flug war okay,
Aber dann haben sie mein Gepäck verloren. Izgubili su mi prtljag. Sie haben mein Gepäck verloren. Pass auf. Pazi, pass auf. Pass darauf auf. Pazi na to. Pass aufpassen auf etwas. Pass darauf auf. Pazi na to. Pass auf, pazi. Steh auf. Ustani. Steh auf. Ustani. Komm her. I dođi. Steh auf und komm her. Ustani i dođi. Imperativi. Dakle, kad nekome kažemo ustani i dođi, ne kažemo du i ne kažemo stehst, du kommst. Nego samo steh und komm. Steh auf und komm her. Gib es mir zurück. Opet imperativ od geben. Daj mi, odnosno vrati mi to. Gib mir mein Buch zurück. Gib mir mein Geld zurück. Gib mir mein Fahrrad zurück. Nešto treba da mi vratiš. In dem Moment habe ich viel zu tun. Momentan, in dem Moment, zur Zeit, trenutno imam mnogo obaveza. Habe ich viel zu tun. Oder im Augenblick, trenutno, versucht eine neue Sprache zu lernen. Beschäftigt sich damit. On se sa tim zanima. Womit beschäftigt sich im Augenblick? Im Augenblick versucht eine neue Sprache zu lernen. Eine neue Sprache zu lernen. Ist auf die Bühne gekommen. Ist auf die Bühne gekommen. Dakle, došao na binu. Ist auf die Bühne gekommen. Das wusste von Anfang an. Von Anfang an ist es od početka. Das wusste von Anfang an. Das wusste ich von Anfang an. To sam znao od početka. In der Nacht ist plötzlich aufgewacht. U noći on se iznenada probudio. In der Nacht ist plötzlich aufgewacht. Aufgewacht, probuditi se. Wie schön. Baš lepo, wie schön. Štire ich dich? Štire ich dich? Jel ti smetam? Štire ich dich? Nein, du störst mich nicht. Ne smetaš mi. Aber jetzt ist es Zeit für das Lernen. Sad je vrijeme da se uči. Jetzt ist es Zeit fürs Lernen. Es ist Zeit für das Lernen. Ist das ein Geheimnis? Jel to tajna? Warum sagst du das mir nicht? Što mi ne kažeš? Warum erzählst du es mir nicht? Što mi ne ispričaš? Ist das ein Geheimnis? Da je to tajna? Ist das ein Geheimnis? Aber dein Geheimnis ist sicher bei mir. Dein Geheimnis ist sicher bei mir. Tvoje tajna je na sigurno. Ich werde es nicht verraten. Verraten je otkriti tajnu. Verraten. Ich werde dein Geheimnis nicht verraten. Ich kann es nicht glauben. Ne mogu da verujem. Ich kann es nicht glauben. I ovde prekidamo, vidimo se na jednoj lekciji. Tschüss.